Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stando Gaming. Und heute spielen wir wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator 2. Und mir ist sehr warm. Ich kann nämlich meine Klimaanlage wegen dem Lenkrad nicht nutzen, weil ich habe zu wenige Steckdosen. Ja, aber egal, ich halte das hoffentlich aus. Wir fahren heute von Groningen nach Bremen. Also Groningen ist in den Niederlanden, wie ihr hier sehen könnt. Und ja, frische Kräuter braucht anscheinend Bremen. Und da würde ich doch mal sagen, gehen wir rein, oder? So. Ich mache mal kurz einen Cut, weil es kann tatsächlich sein, dass es länger dauert mit dem Laden. Bis gleich. Okay, es hat gar nicht so lange gedauert. Es ist direkt wieder aufgesprungen. So, wir müssen erstmal in die Kamera 1. Zack, dann einmal Motor starten. Gang rein. Und ab geht die Post, würde ich sagen. Aber warte mal. Wir stellen den Sitz kurz ein. Wir fahren mit einem Iveco oder wie auch immer die Dinger heißen. Groningen. Ich kenne nur dieses andere, was so heißt, aber das gibt es nicht in der Niederlande, sondern in Deutschland. Warte, wie heißt denn das nochmal? Göttingen. Göttingen, glaube ich, heißt das. Das kenne ich, aber was ist Groningen? Wir sind auf jeden Fall in der Niederlande. In der Niederlande bin ich auch oft gewesen, aber wenn nur so ganz nah an der Grenze und noch nie so richtig drinne. Aber sollte ich auch mal tun, ne, Leute? Oder? Mann! So, da oben fliegt so ein Heißluftballon. Geil. Boah, die habe ich übelst lange nicht mehr gesehen, ne? Weil sonst sieht man die ja immer. Mittlerweile sieht man gar keine mehr. Wo sind denn sie alle hin? Sollen mal wiederkommen? Ist zu warm da oben oder was? Wir haben heute, also wir haben gerade 24 Grad, glaube ich. Es sollen heute 25 Grad werden. Also Stand jetzt. Sollte eigentlich auch gewittern irgendwie, aber tut es dann doch nicht. Ja, keine Ahnung. Also keine Ahnung, was mit dem Wetter los ist. Auf jeden Fall hat es gestern geregnet tatsächlich. Also für euch ist es praktisch am Samstag gewesen. Genau, am Samstag hat es geregnet und heute Sonntag, wo ich das drehe. Und ja. Junge, fahr doch an mir vorbei. Ich fahre hier schon nicht rein. Geht doch. Leute. Was macht ihr so gerade in den Sommerferien? Oh Mann, ich fahre da jedes Mal drauf. Also schreibt es mal gerne in den Kommentaren, wie eure Sommerferien sind. Meine sind auf jeden Fall ganz gut eigentlich, ne? Also. Aktuell bin ich hier nur an YouTube-Videos drin. Und danach gucke ich Netflix. Das ist tatsächlich das, was ich die ganze Zeit mache. Ansonsten, aber wir gehen auch bald noch weg. So irgendwann nächste Woche. Aber mal sehen. Ich habe auch ewig nicht mehr Minecraft gespielt, merke ich gerade. Vielleicht kommt auch bald mal wieder ein Minecraft-Video. Da gab es monatelang jetzt kein Video mehr von. Ist nur die Frage, von welchem Server. Also von Twerion wahrscheinlich, würde ich sagen. Der Twerion ist so ein bisschen der Server, dem ich so lange schon gespielt habe. Aber eigentlich sollte es ja keine weiteren Folgen mehr davon geben. Jetzt sind wir übrigens wieder in Europa. Nicht mehr in den Niederlande. Ihr wisst, was ich meine. In Deutschland sind wir hier, nicht in Europa. Europa ist doch Deutschland und so. Ja, Leute, Erdkunde ist bei uns auch nicht so das Beste. Wir fahren gerade 100 km/h mit einem LKW. Kann man mal machen. Vor allem fahren wir auch noch viel schneller als alle anderen hier anscheinend. Er hat ein holländisches Kennzeichen, beziehungsweise niederländisches. Ich weiß gar nicht, ob die Niederländer mögen, dass man die Holländer nennt. Auf jeden Fall kenne ich Bekannte, die von der Niederlande sind und die mögen es nicht. Aber kann ja jeder selber wissen. Die, wo alles hinwollen. Bei uns, also ich wohne hier in einem Dorf und ich wohne relativ nah an der niederländischen Grenze. Und jedes Wochenende sind hier so viele Niederländer, weil die hier einfach einkaufen gehen. Also praktisch Freitag und Samstag habe ich jetzt damit berechnet. Weil Sonntag ist er zu. Da können sie hier nichts kaufen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. So, mein PC hebt jetzt auch gerade ab. Ich bin so froh, wenn ich bald den neuen PC habe. Ne? Also es dauert noch ein paar Jahre, habe ich ja gesagt schon. Aber ich bin so froh, wenn ich den habe.
Weil dann habe ich keine Kopfschmerzen mehr mit diesen ganzen Lags und was weiß ich, weil ich so ein kack Mainboard habe. Gute Grafikkarte, ja. Mainboard, scheiße. Ich frage mich immer noch, also ich habe ja in der letzten Folge von Euro Truck Simulator 2 auch schon mal gesagt, dass es gar keinen Sinn macht, dass ich so ein Mainboard habe, aber eine Grafikkarte 4090 und die auch noch funktioniert. Das ergibt schon wieder gar keinen Sinn, aber irgendwie funktioniert sie. Und ich verstehe immer noch nicht, warum. Also wie die funktioniert. So, ich bin viel schneller als dieses Auto. Deswegen muss ich ja immer zwei Spuren überholen. So, und den LKW überhole ich auch jetzt. Und jetzt machen wir hier Elefantenrennen. Kennt ihr das? Wisst ihr, was Elefantenrennen ist? Ich hoffe mal, ja. Wäre sonst schade, wenn nicht. Ich bin fast in ihn reingefahren. Was fliegen da oben? Sind das Vögel? Ich glaube, das sind Vögel. Ich wechsle mal die Spur, damit ich hier frei machen kann. Oh, da wurde ein LKW angehalten. Moin! Leute, ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren schreiben. Habt ihr einen Führerschein? Und wenn ja, welchen? Und ob ihr schon ein Auto habt? Kauft, leased, finanziert oder was weiß ich. Also meiner Meinung nach würde ich, also ich würde mir ein Audi holen, weil ich liebe Audi. Audi ist mein Favorite Automarke. Mein Traumauto ist aber Lambo und meine Favorite Automarke ist halt Audi. Aber ich mag natürlich auch Mercedes, BMW und Ford und alle anderen Automarken. Die sind auch alle geil, ne? Also ich würde mir auch Mercedes oder BMW holen. Aber an erster Stelle würde ich tatsächlich Audi nehmen. Ja? Auf jeden Fall würde ich mir ein Audi holen und ich habe auch einen gefunden und den könnte man leasen oder finanzieren. Das Ding ist, beim Finanzieren musst du ja am Ende noch so eine Summe bezahlen. Die Frage ist, hast du diese Summe? Wenn nicht, geht glaube ich der Leasing-Dings irgendwie weiter. Der Leasing-Dings. Die Finanzierung, also musst du einfach mehr praktisch bezahlen als sonst. Ach, keine Ahnung, ich weiß es doch auch nicht. Das klärt man dann mit dem Käufer ab. Oder dem Autohaus. Ne, wie das dann so weiterläuft. Ja. So, wo sind wir jetzt? Keine Ahnung, wo wir sind. So. In welche Richtung geht's hier? Bremen. Ja, Bremen, da muss ich hin. Deswegen muss ich jetzt ja auch rechts abbiegen. Okay, was gibt's da links? Hannover, Hamburg, da wo ich hinziehen will. Oh. Ich will natürlich nach Hamburg ziehen, also habe ich ja auch schon in den ein oder anderen Folgen erklärt, warum. Ich würde aber auch genauso nach München, nach Stuttgart, nach Leipzig und sowas ziehen. Erstmal, also in Hamburg, das steht fest, ich ziehe definitiv nach Hamburg. Die Frage ist halt immer nur, wann. Also nach Hamburg will ich auf jeden Fall ziehen. War, dauert noch ein bisschen natürlich. Ja, also steht schon mal fest. Aber ich muss ja auch noch erstmal eine Ausbildung machen. Und die Ausbildung, beziehungsweise die mache ich in hier, wo ich gerade wohne. Und wenn ich die fertig habe, will ich dann umziehen. Ne? Ja. Aber wir haben noch 9 Kilometer. Wir haben recht schnell das hier hingekriegt. Und ich bin fast gegen die Leitplanke gefahren. Also wir haben es in 7 Minuten oder so geschafft, hier anzukommen. Das ist mal ein Weltwunder, weil wir haben 188 Kilometer gefahren, glaube ich. Ich muss mal hier kurz links überholen. Darf ich natürlich. Und hier auch. So. Okay, dann fahren wir jetzt hier mal rechts. Ampel, du bleibst grün, das ist sehr nett von dir. So, muss ich jetzt hier links. Komm, fahrt. Muss hier links rein. Danke sehr, dass Sie gefahren sind. Oh, ich bin zu weit gefahren. Aber macht nichts. So, neutraler Gang rein. Feststellbremse. Enter drücken. Sorry, ich bin gerade in Eile und überspringen. Leute, das war's mit dem Video. Es ging relativ schnell, also flott. Sehr schnell von Niederlanden nach Bremen gekommen. Und Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne liken, Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag.
Haut rein, Leute, euer Sandro. Ciao, ciao.